Jo, grüß euch beieinander. Ich darf euch heute unser Top-Gerät, ein Farmlift 526er vorstellen. Die Maschine ist einfach mein persönliches Highlight, weil er einfach klein und kompakt ist und individuell einsetzbar ist, so wie in der Landwirtschaft, als auch in der Industrie, Bauwirtschaft, kleine Gewerbebetriebe. Ist einfach, hat einen Schwerpunkt irrsinnig niedrig gehalten. Ich kann kommod einsteigen, also wirklich sehr bequem. Wir haben bei dem Lader 2600 Kilogramm Hubkraft, einen Teleskoparm mit 5,70 Meter Ausschub. Ja, bereift ist der Lader mit einer 445/45R19,5 Bereifung. Mit der Bereifung haben wir trotzdem noch irrsinnig wendig. Ja, verbaut haben wir da einen Kubota-Motor mit 3,3 Liter und 74 PS. Irrsinnig wartungsfreundlich, leicht zugänglich und ideal abgestimmt auf die Maschine. Zu der Kabine. Das Fahrzeug ist irrsinnig aufgeräumt und man findet sie schnell zurecht. Da haben wir einen sogenannten Multifunktions-Joystick mit dritten und vierten Steuerkreis, elektrisch proportional vorgesteuert. Das heißt, ich kann langsam sowie auch schnell den Arm außen einfahren, sowie auch die Kippeinrichtungen bedienen. Da haben wir einen Hebel, wo ich bedienen kann, einmal die Allradlenkung, die Standard-Vorderradlenkung oder die Hundegang-Lenkung. Kann ich ganz einfach mit dem Hebel absperren.